Der parlamentarische Abend geht darum, dass wir sagen, die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung zusammen mit der Lutherdegarde, also mit der evangelisch-lutherischen Kirche. Und es geht darum, welche Rolle die Kirche und die Kommunalpolitik spielen und welche Rolle hier auch die Christen in den Gemeinden haben. Und wir sagen, also die Christen sind in den Gemeinden, gerade in der Kommunalpolitik, notwendig, damit sie hier auch Orientierung geben. Orientierung geben dadurch, dass sie ihre Werte auch leben und dadurch auch einen neuen Schub in die Gemeinden reinbringen. Denn die Verheißung bei den Christen heißt ja nicht, siehe, es bleibt alles beim Alten, sondern siehe, ich schaffe alles neu. Und das ist eine Aufforderung zum zukunftsorientierten Arbeiten und eine Absage an jede konservative, reaktionäre Politik. Und von so her kann christliche Politik nur eine zukunftsorientierte, positive Politik sein.